war gestern auch ein bisschen länger. Ich habe gestern bis 2 Uhr noch Video geschnitten. So, dann melde ich mich nochmal kurz von der A8. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber Bombard ist im Gelände der Hammer. Der ist so stark, das ist ein Tier. Was er so gar nicht mag, sind Autobahnen. Was absolut nicht geht, sind Autobahnen mit langen Steigungen. Da kommen wir jetzt hier auf den Weg nach Karlsruhe oder bei Karlsruhe. Diese Strecke mag ich überhaupt nicht. Na, das machen wir mal besser nicht. Ne? Genau das meine ich. Die Drehzahl geht runter. Bei 2000 gehen wir mal in den dritten Gang. Ne? Und dann kommen noch so leere LKWs. Die haben natürlich richtig Power. Ne? Armer Bombard, die Öltemperatur geht auf 90. Aber wir haben es gleich geschafft. Aber da ist ein langsamer LKW. Jetzt wird es spannend. Ah, da machen wir schon mal die mittlere Bahn frei für unseren lieben LKW. Na, komm. Du schaffst das. Ach, wir sind oben. Stuttgart. War ja klar. So, ja, jetzt noch 111 Kilometer bis Salem. Und dann haben wir 600 Kilometer geschafft. Fällt gerade auf, Google Maps hat mir gesagt, bis Gambia sind 6000. Das heißt, wir haben in 2 Tagen Zehntel der Strecke geschafft. Ja. Sehen wir uns in 3 Wochen in Gambia. Nee. Das machen wir nicht. 3 Monate vielleicht. Okidoki. Ich mache jetzt ein paar Tage Filmpause. Und dann melde ich mich wieder aus Frankreich, nehme ich an. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Moin zusammen, da sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Jo, wir waren jetzt einen Tag länger in Saarland. Jetzt kommen wir quasi einen Tag später in Gambia an. Aber ich glaube, das werden wir verkaufen können. Jetzt sind wir auf dem Weg auf der B33 durch den Schwarzwald Richtung Freiburg. Dann geht es weiter Richtung Colmar. Dann sind wir in Frankreich und dann werden wir quasi unsere erste Grenze überqueren auf dieser Reise.
Freiburg. Übrigens, aus Freiburg kam mein erster Bulli, ein T2 Westfalia. 70 PS. Genauso viel wie ich jetzt Bombard jetzt hat. Ja, habe ich abgekauft von einem Freund, der hier in Freiburg auf einer Wagenburg gelebt hat. Und auch in seinem Bulli gelebt hat. Boah, war eine coole Zeit. In dem Sinne mache ich mal direkt Werbung für meinen Blog, den ich seit 2018 führe. www.bullitouren.wordpress.com. Da könnt ihr auch diese Reise nachlesen. Allerdings werde ich nicht ganz so lang machen wie damals. Weil Video schneiden und mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich möchte ja auch noch ein bisschen was von Land und Leute sehen. Aber wie gesagt, könnt gerne drauf gucken. Ein paar Fotos werden dort sein. Attention. Mittlerweile ist diese Wagenburg übrigens ein Öko-Viertel. Also da, wo die Wagenburg früher stand, das war eine Kaserne. Das ist jetzt so ein Öko-Viertel mit SUV-Fahrern. Das kann sich jeder selber überlegen, ob das hier was findet. Bonjour, wir sind in Pompeii. Eigentlich wollte ich die Grenzüberquerung filmen, aber das ging so schnell, habe ich nicht gekriegt. Wir haben jetzt gerade den Rhein überquert und sahen die Schilder auf einmal ganz anders aus. Und jetzt sind wir in Frankreich. So schnell geht das. Ich glaube, das hat mein erster Bulli, den ich sehe auf der Reise, aber witzig, der fährste. Ich nach Frankreich und dann kommt der erste T3-Bulli auf. Ja, wir sind jetzt in Frankreich. Hier mit Bienvenue en France. Sehr schön. Da wird nochmal geerbt, zersät, wir gucken nochmal drauf, vielleicht auch die wird nachgeschoben, ja, da rutscht er eben rein. Nichts Schlimmes, weil jetzt mittlerweile auf der rechten Seite bei der Borussia, bei Leiner, auf Lern, Bremen halt, Ruhr angespielt, Gladbach zieht sich zurück, Gladbach, Bochum, über die rechte Seite jetzt, wir haben der wollte einen langen Ball spielen, aber da war keiner so richtig frei, jetzt aber der Seitenwechsel zu Schlotterberg, linke Position, raus auf die linke Seite, da ist jetzt mal Asano im 16 Meter Raum mit dem linken Fuß, spielt er den Ball leicht abgefälscht noch und dann können sie es jetzt mal mit dem Kopf klären, aber Masovic ist wieder da, 20 Meter vom Tor, geht es links raus zu Bernardo, natürlich, wer sagt, was soll ich machen, der hat mich mit der Schulter angeköpft, sagt man natürlich nicht, aber hat die Schulter hingehalten, und Borussia Mönchengladbach führt mit 1:0. Die Mannschaft war aktiv, die Mannschaft hat, finde ich, über weite Strecken bislang auch vernünftig, aber es hilft ja alles nichts. Manuel Riemann steht da, die Hände in den Hüften, total genervt. Es läuft gerade gegen den VfB und immer noch in Behandlung, den Arm gehoben.
weiß nicht, ob da nochmal gerade gecheckt wird in Köln. Offensichtlich nicht. Es ist eine komische Situation gewesen. Die Zeitlupen sind da auch alle nicht so richtig ein. Mit Gladbach. Manuel Riemann steht bereit. Der Pfiff von Grillenborg ist genau jetzt gekommen. Weigert. Keine Chance für Manuel Riemann. Die Borussia ist auf wieder gut Tour in dieser Rückrunde. Manuel Riemann. Na, dann fahren wir wohl weiter, wa? Der auch so leicht muffig, wenn es in seiner Coaching-Zone steht. Aber so ist es daneben. Macht es Bochum natürlich deutlich besser. So ein Neuhaus kriegt er jetzt mit Sicherheit die gelbe Karte. Und jetzt gibt es eine Rudelbildung, nachdem leider nicht mehr Geld gewinnt hat. Jetzt gibt es da tatsächlich ein wildes Geschubse, also jetzt liegt die Nerven lang. Florian Neuhaus sollte sich da schwer zurücknehmen. Und weil diese Tore das 1:0 für Borussia Mönchengladbach in der 73. Minute. Also. Ja, 5:2 Gladbach Bochum. Was soll's, Bochum hat gegen Bayern gewonnen vor einer Woche. Und der Platz ist genial, oder? Planänderung. Der Platz ist schön, aber mitten im Dorf. Wir fahren, steuern einen anderen an. Doch, gefällt mir sehr gut. Nur darf ich hier keinen Müll abladen. Oder keinen. Weiß ich nicht was. Gartenabfälle darf ich hier nicht abladen. Gut, das kriegen wir hin. Ja, auch ich muss mich mal bewegen, nicht nur Wombat, kann nicht alles auf Wombat ablassen. Castle Saint-Denis, 600 Meter, das machen wir doch mal. Da ist so ein kleiner Teufel bei mir im Kopf, der heißt Ori. Ich falle immer wieder auf ihn in der Reihe rein. In deinem Schild ist Castle links, sagt Ori, verlass dich auf deine Orientierung und geh rechts. Bin einen Kilometer mehr gelaufen, bin umgedreht und jetzt laufen wir halt die linke Strecke. Nein, ich muss ja dann. Ja, lass mal den Dennis mal da oben alleine. Castle-Wanderung gescheitert. Der Ori-Weg, den meine Orientierung mir gesagt hat, war genauso lang wie der beschilderte Weg, weil da gab es wohl irgendwie einen Erdrutsch und die 600 Meter stimmten nicht mehr oder konnte man nicht mehr laufen. Und jetzt gehen wir mal runter wieder zu Wombat. Oh, ich sehe, Wombat hat Besuch gekriegt. Ja, schauen wir mal.
Ja, wir wollen noch einkaufen, tanken, Stellplatzsuche und fahren. Fahren wollen wir ja auch noch. Das haben wir heute alles noch vor. Deswegen haben wir hier Dennis abgebrochen. Die zusätzlichen 2x3 Kilometer waren mir dann doch zu viel, dann wären wir zu spät losgekommen. Und jetzt fahren wir weiter. Ja, das mit dem Supermarché am Sonntagnachmittag entpuppt sich als kleines Problemchen aufgeschlossen. Da sind überall Schilder, Superü, Supermarché, Dimanche, ouvert Dimanche, dann kommt Matin. Ja. Sonntag. Vormittag kann man einkaufen, aber nicht um 14:30 Uhr. Ja. Also, da gebe ich an und sage, ich bin ein halbes Jahr unterwegs. Nach 2 Tagen verhungere ich schon. Was für ein Schwachsinn. Naja, gibt es kein Ankommenbierchen und Dosenfutter. Ganz blöd bin ich auch nicht. Yay! Baguette hat doch noch geklappt. Und einkaufen auch. Nur Ankommenbierchen nicht. Ab Remedy kein Alkohol verkaufen in Frankreich. Ist mir auch neu. Gut, dann gibt es Ankommen besser für. Und jetzt geht's zum Stellplatz. Eine Sache müssen wir noch machen. Aber dann auch lohnen, ne, wenn man sich so anstrengen muss. Ja.
nicht das Schönste an Kometa, aber der Platz ist doch super. Und was mir gestern schon aufgefallen ist, Wombats rechtes Abblendlicht ist kaputt. Gut, wenn es trocken ist, war normal. Fahren ja eh nicht nachts, aber das sieht ja nicht aus, oder? So kann man ja nicht auf die Straße. Mann, Mann, Mann. So, wie stehen wir denn? Sieht doch ganz nett aus, oder? Oh, bis auf den Regen. Mann, ey. Platz ist gut. Wetter geht so. Kannst du nicht ändern. Ist so.